Wird das Elterngeld jetzt abgeschafft? Ja, diese Nachricht macht gerade die Runde, denn ein Lindner-Berater, also ein FDP-naher Ökonom, hat jetzt hier ein Interview gegeben, in dem er durchaus mal angesprochen hat, man solle doch das Elterngeld auf den Prüfstand stellen. Ich hatte bereits vor einem Jahr gesagt, dass meines Erachtens der Vorstoß von Lisa Paus hier nur ein erstes trojanisches Pferd war, um mal zu testen, naja, was können wir denn machen? Gleichzeitig gibt es auch neue Informationen zum Ehegattensplitting, wo man ganz klar sagen kann, positiv oder negativ, das erfährst du in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Rudolf Liers, ich bin Online-Steuerberater. Und ja, ich hatte es bereits vor einem Jahr im Grunde gesagt und habe da ziemlich viele Kommentaren auf den Deckel bekommen, als ich folgende Verschwörungstheorie gesponnen habe und gesagt, liebe Leute, die Herabsetzung des Höchstbetrags, vor allem auch in knappen Haushaltskassen. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr auf uns zu. In den Kommentaren wurde ich dann dafür richtig zerlegt und so, nein, das würde man doch nicht machen. Und es ist richtig, dass die jetzt die erfolgreichen, also die 300.000 Aufwärtsleute, sowieso kein Elterngeld bekommen. Jetzt könnte es vielleicht bald so weit sein, dass keiner mehr ein Elterngeld bekommt. Denn nach neueren Meldungen, hier auch dem FDP-nahen im Grunde Lars Feld, ein Ökonom, der hat ein Interview gegeben in mehreren Medien. Und da berichtet zum Beispiel Deutschlandfunk relativ zusammengefasst. Hier sagt er, die Leistung sei zwar populär, das Elterngeld verfehle aber Ziele und führe zu Mitnahmeeffekten. So habe sich die Geburtenrate nicht erhöht, noch sei die Erwerbstätigkeit von Frauen zumindest nach dem zweiten Kind gestiegen. Zugleich vor allem auch natürlich das Elterngeld, eine weitere Debatte. Die Rheinische Post hat eines dieser Interviews geführt und das habe ich mir mal durchgelesen. Und da ging es zum einen um Subventionen allgemein. Er spricht sich natürlich gegen alle Arten von Subventionen aus. Nicht nur jetzt gegen das Elterngeld, sondern sagt er an der Stelle auch so Themen wie zum Beispiel Meierwerft, was ja aktuell relevant ist, sagt er, nein, das solle der Staat nicht machen. Denn, wie gesagt, auch hier zwar ist ein gewisser Spezialfall, wie ich euch schon gesagt habe, hier war es ja Corona und natürlich Energiekrisen wirken sich hier aus, aber auch Intel und TSMC solle nicht gefördert werden, weil, wie ich in anderen Videos schon gesagt habe, die Unabhängigkeit hier von massiven potenziellen Angriff von auch Taiwan, China und so weiter, wäre hier nicht im Grunde sicher. Das Spannende aber in diesem Interview ist seine Aussage zum Elterngeld. So heißt es hier in der Rheinischen Post wörtlich, der Staat könne, zum Beispiel hier noch andere Punkte, die Absetzbarkeit von Handwerkerleistung und Haushaltshilfen streichen. Im Kampf gegen die Schwarzarbeit haben diese Maßnahmen die erheblichen Mindereinnahmen bedeutend nichts gebracht. Und der Staat solle das Elterngeld in seiner Gesamtheit, also nicht nur punktuell, wo man sagt, hey, wir wollen vielleicht die Höchstgrenze jetzt von 150 noch weiter reduzieren oder wie gesagt, nur noch, was weiß ich, zweites, drittes Kind oder schieß mich tot, irgendwelche Sonderregelungen. Nein, in seiner Gesamtheit überprüfen. Hintergrund ist, sagt auch dann der Interviewer, das ist eine populäre Leistung und dann fällt und trotzdem verfehlt sie alle Ziele. Das Elterngeld führt zu vielen Mitnahmeeffekten, die Erwerbstätigkeit von Frauen ist jedenfalls nach dem zweiten Kind nicht gestiegen, die Geburtenrate hat es schon gar nicht erhöht. Und das ist was, was ich auch schon immer wieder angesprochen habe, dass natürlich es hierbei nicht um irgendwelche, sage ich mal, Geld- oder Sonderleistungen ging, sondern der Gedanke war schlicht und ergreifend hier die Geburtenrate anzuheben. Jetzt ist es so, es gäbe viele Maßnahmen, die natürlich politisch an der Stelle unkonventionell werden, die aber mehr dazu beitragen würden. Denn zum Beispiel habe ich vor kurzem, leider habe ich die Quelle jetzt nicht gefunden, ein Interview gelesen, jetzt auch ein Bericht darüber, dass vor allem hier viele Frauen gar nicht mehr arbeiten würden, wenn sie es nicht aus finanziellen Gründen müssten. Wenn ihr die Quelle findet, bitte gerne unten nochmal in die Infobox. Ich habe das heute nur kurz recherchiert. Aber wie gesagt, gerne rein damit. Denn spannend ist vor allem auch natürlich, dass diese Regelung dann wieder überwiegend Frauen treffen würde, wenn das Elterngeld wegfallen würde. Weil überwiegend statistisch auch immer noch die meisten Frauen die Elternzeit nutzen. Und jetzt ist es so, ich hatte letztes Jahr ja schon gesagt, hey, liebe Leute, ich glaube, dass sich da mehr tut als nur so ein bisschen was. Und das hat sich jetzt bestätigt, weil, wie gesagt, auch durchaus andere Parteien ja gerne schon das Elterngeld hier anders geregelt hätten. Hier heißt es vor allem aber auch weiter, dass er weitere Sozialleistungen streichen will, der gute Herr Lars Feld, weil zum Beispiel es auch hier weitergeht, zum Beispiel alle Sozialleistungen hier sollen im Grunde ein Moratorium für neue Leistungen beschließen und bestehende Transfers ein paar Jahre einfrieren. Vor allem Elterngeld ließe sich radikal hinterfragen als bisher. Der Zuschuss an die gesetzlichen Rentenversicherung dürfte nicht substanziell gekürzt werden und so weiter und so fort.
Das alles natürlich auch mit Blick darauf, dass die Haushaltskassen immer knapper werden. Denn wir wissen ja auch, die Bevölkerung in Deutschland wird immer ärmer. Was wir auch schon in vielerlei Probleme da haben, dass, sag ich mal, die Alten, könnte man so sagen, ein bisschen die Politik mitbestimmen, was ja oftmals kritisiert wird. Und deswegen Rente nicht kürzen, bei den jungen Familien aber schon. Jetzt ist es auch so, was ich euch schon gesagt habe, das trifft an der Stelle nicht irgendwie, jetzt sage ich mal, die Personen, die nichts leisten. Das Elterngeld ist ja auch eine substanzielle, im Grunde sage ich mal, Erleichterung oder finanzielle Unterstützung für Personen, die arbeiten. Also Elterngeld kriegst du ja in der Höhe, nur wenn du vorher einen festen Job hattest. Was bedeutet? Du arbeitest, dann im Grunde kriegst du davon, hier sage ich mal, deinen Anteil am Elterngeld und dann, wenn du wieder zurück in die Arbeit kommst, dann ist das wieder dein normaler Job, den der ich dann bezahle. Das war immer so eine, sage ich mal, thematische ein Punkt, wo man sagt, hey, das ist doch super. So haben Familien die Unterstützung, es fällt kein Gehalt weg. Das ist ja immer das große Thema gewesen, wo man sagt, hey, da fällt dann plötzlich ein ganzes Gehalt weg. Weil ich meine, wie gesagt, Höchstbetrag, glaube ich, 1.800 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Wo man sagt, hey, das würde sich massiv auswirken. Diesen Effekt soll es angeblich nicht gegeben haben. Ich habe da keine Statistik gefunden, die das bestätigen würde, weil allgemein ja auch ein Punkt ist, die Geburtenrate geht ja auch zurück, weil die Bevölkerung immer älter wird. Und ältere Menschen tendenziell kriegen ja weniger Kinder als junge Menschen. Das heißt, hier müsste man eigentlich wirklich eine Familienleistung aufbauen, die vor allem aber auch auf die arbeitende Bevölkerung abzieht. Denn Bürgergeldempfänger oder sonstige andere, Asylbewerber, sonstige, interessiert ja auch das Elterngeld in dem Zusammenhang nicht. Spannend, wie gesagt, aber wie hier der Kampf vor allem auch gegen Frauen durchgeführt wird. Anzahl der Bezieher von Elterngeld in Deutschland nach Geschlecht. Auch hier, wie gesagt, weiterhin 1,3 Millionen Personen, die hiervon betroffen sind. Übrigens, wie gesagt, das wird eh noch reduziert durch die Senkung der Rate. Also, wenn du jetzt, sag ich mal, Ingenieurin bist, wenn du Ärztin bist, wenn du irgendwo unternehmerisch erfolgreich bist als Frau, dann wirst du hier erstmal einen massiven Anstieg oder eine Reduktion bekommen. Die Elterngeldbezieher in Deutschland verteilt auf die Bundesländer finde ich auch spannend. NRW, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, diese Reihenfolge hier. Auch relativ spannend, vor allem diesen krassen Unterschied. Und man sagt hier zwischen Bremen und Nordrhein-Westfalen, natürlich ist das auch von der Bevölkerung her ein Unterschied, aber trotzdem relativ krass, dass hier, sage ich mal, knapp 40 mal so viele Elterngeldbezieher sind, wie im Großen und Ganzen in anderen Bundesländern. Hier vor allem Anzahl der Elterngeldbezieher plus hier im Grunde der Anstieg mit Partnerschaftsbonus, das steigt langsam an. Also wo man auch sagt, ja, aber das hat sich ja nichts geändert. Das hier vor allem auch mit dem Partnerschaftsbonus, man sieht, es steigt weiter an. Zwar ein bisschen immer mehr, aber trotzdem haben wir jetzt hier im Vergleich von 8 Jahren knapp den Unterschied von 40.000 Bezieher im Partnerschaftsbonus, was durchaus krass ist, was ich auch ja eine positive Entwicklung ist. Oder halt Elterngeld plus. Dann hier vor allem natürlich auch ein Anspruchnahme nochmal hier mit Elterngeld, mit Eltern- und Partnerschaftsbonus und sonstiges. Auch, wie gesagt, eine spannende Entwicklung in den Jahren hinweg. Und vor allem aber auch hier durchschnittlicher monatlicher Anspruch auf Elterngeld in Deutschland nach Erwerbsstatus der Eltern vor der Geburt und nach der Geburt und nach Geschlecht. Und man hier sieht insgesamt der monatliche Anspruch und vor allem hier vor der Geburt erwerbstätig und nach der Geburt nicht erwerbstätig, hier diese Aufstellung. Und spannend ist es vor allem auch deswegen, weil das Ganze sich natürlich, wie gesagt, hier überwiegend auf Frauen auswirkt. Und wer jetzt sagt, naja, Roland, aber das sind doch bloß ein paar hunderttausend, um die es hier geht. Nein, vorsichtig, hier gibt es auch um mehrere Milliarden. Und zwar, das ist jetzt hier die Bundeshaushaltsseite, offizielle Seite der Bundesregierung. Und das versteckt sich hier unter dem Beitrag hier, Bundesministerium für Familien und Senioren, Frauen und Jugend. Und dann ist hier zum Beispiel hier, denken sich viele, gesetzliche Leistungen für die Familien. Vorsicht aber, das ist hier im Grunde nur ein Teil der Torte. Das andere sind Kinder und Jugend, Zivilgesellschaft, sonstiges, das ganze Schwachsinn, den der Lisa Paus auch immer wieder fabriziert. Aber erst wenn man hier reingeht, sieht man die komplette Aufteilung. Und zwar hier, Elterngeld, hier geht es um 8 Milliarden. Und wer jetzt gerade so ein bisschen den Haushalt 2025 im Kopf hat, weiß, dass wir aktuell ein Loch von 12,5 Milliarden haben. Und dieses Loch ließe sich hiermit locker leicht stopfen, dass wir auch die 3 Milliarden hier noch abzwacken. Und wer jetzt sagt, ja, aber was sind denn die anderen? Ja, komisch hier, Kinderzuschlag für Asylberechtigte nach § 6 Bundes und so weiter, Unterhaltsvorschussgesetz und so weiter und so fort. Das sind alles hier wieder andere Themen. Aber dieses Elterngeld ist natürlich hier der große Bereich. Und auch in diesem Bereich hier, wie gesagt, haben wir hier
diese entsprechende Entwicklung. Jetzt gibt es keine weitere tiefere Torte, aber hier zum Beispiel mal ist sie schön aufgegliedert. Und man sagt, wer jetzt sagt, hey, das sind noch hier die 14 Milliarden, Vorsicht, nur 7 Milliarden, um die es hier geht. Und damit könnte vor allem auch Lisa Paus, die ja vor allem mittlerweile auch in mehreren Medien, gab es ja auch einen sehr umfangreichen Artikel über sie, dass sie total echte Männerfeind ist, wo es hieß, die einzig schützenswerte, könnte man sagen, Klientel, die Lisa Paus eigentlich noch schützen müsste, wäre der Mann. Denn, wie gesagt, es gibt für alles, gibt es ein Ministerium. Spannenderweise heißt es ja hier, wo haben wir es denn? Ja, das muss ich eine Stufe höher gehen. Das ist ja auch das Spannende, worauf sie dem stützen und sagen, ja, es gibt ein Ministerium für Familien, es gibt ein Ministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Und dann die große Frage, was ist mit den Männern? Relativ spannender Artikel auch damals gewesen. Jetzt aber bedeutet es, ich denke, dass in den nächsten Monaten wahrscheinlich das Elterngeld auch nochmal massiv diskutiert wird. Es ist fragwürdig, ob sich die Parteien das leisten können. Weil vor allem Jungfamilien ja aktuell auch durch Inflation und alles mögliche massiv im Grunde in Bedrängnis geraten sind in den letzten Wochen und Monaten. Aber durchaus kann man ganz klar sagen, das wird nochmal richtig spannend. Meine Vermutung ist wirklich, dass wir hier eine Umverteilung weiter entsprechen. Das bedeutet am Ende, Familien werden im Großen und Ganzen nur noch steuerlich begünstigt, wenn sie entweder im Bürgergeld sind, im Asylbewerbergesetz, aber die arbeitenden Familien werden hier massiv benachteiligt. Hier muss man sagen, einzig positive Nachricht in dem Interview von Lars Feld ist, dass er sagt, okay, das Ehegattensplitting will er aber nicht antasten. Eine sehr konservative Haltung übrigens für einen Ökonom. Denn wie gesagt, es ist hier der Grundgedanke, ja. Das heißt, eine Ehe bedeutet, dass zwei füreinander einstünden, was sich auch im Steuerrecht widerspiegeln muss. Das bedeutet, im steuerrechtlichen Sinn soll das Ehegattensplitting nicht durch ein Familiensplitting ersetzt werden, was ja auch SPD und Grüne wollen. Aber, wie gesagt, ich glaube, es wird richtig teuer noch für die arbeitenden Frauen, die ja vor allem am häufigsten dann davon betroffen werden und wo man sich dann wahrscheinlich öfter überlegen sollte, hier ins Ausland zu gehen. Denn auch da ist es ja so, die Steuerbelastung auch für junge Familien ist in Deutschland so hoch wie in keinem anderen Land. Ich meine sogar, korrigiert mich gerne unten in den Kommentaren, dass sogar Polen mittlerweile eine negative Steuer für arbeitende Familien hat. Bedeutet, wenn dort ein Alleinverdiener ist, dann kriegst du mehr komplett insgesamt aus dem System raus, als du einzahlst. Bedeutet, nach dem System zahlst du dort keine Steuern mehr. Ich meine, das ist eins, sag ich mal, aus den ehemaligen Ostblockstaaten war, die dort im Großen und Ganzen so steuerliche Anreize schaffen, um eben vor allem bei arbeitenden Bevölkerungen hier, die, sag ich mal, ja auch gut verdienen, ganz einfach hier an der Stelle die Kinderproduktion anzureizen. Aber was wäre das auch in Deutschland, wo man ganz klar sagen muss, hier muss man ja neben der Einkommensteuer, Lohnsteuer und sonstiges noch Kfz-Steuer, Öko-Abzocke, Kfz-Steuer, Grundsteuer, Schieß mich tot, Umsatzsteuer, alles mögliche zahlen. Und dann ist es klar, dass sich vor allem junge Familien das alles nicht mehr leisten können. Und da bin ich mal gespannt, wie gesagt, ihr wisst ja selber, ich bin Familienpapa, Familienmensch und Papa von zwei Kindern und kann nur ganz klar sagen, also als Familie ist es mittlerweile richtig, richtig teuer. Ich bin froh in der glücklichen Situation, dass wir auch nicht auf Elterngeld oder sonstiges angewiesen sind. Und dass wir auch an der Stelle, sage ich mal, dass ich recht gut verdiene, um damit natürlich auch als Alleinverdiener in der Familie zu sein. Und da kann man sagen, das wird vor allem für Familien, die sich eben, die nicht so gut leisten können und die auch nicht vielleicht, das weiß ich auch aus anderen persönlichen Rückschlägen hier, sage ich mal, eine andere finanzielle, nicht, wie sagen wir, familiäre Situation haben, dass es dort richtig, richtig krass wird. Vor allem, wenn hier beim Elterngeld, was meine Vermutung ist, ich glaube, der nächste Schritt wird wahrscheinlich sein, wie ich es euch schon gesagt habe, so macht man stufenweise. Erst reduzierst du von 300.000 auf 175, dann haben wir die 150. Irgendwann reden wir nur noch über Personen, die 100.000 Euro als zusammen als Haushaltseinkommen haben. Und überlegt ihr mal schon, eine Ärztin und ein Ingenieur, die sind dort schon raus. Was am Ende übrig bleibt, bedeutet Personen, die eh schon vom System durchgefüttert werden, werden hier noch weiter gepampert. Und diejenigen, die es wirklich bräuchte, und das kann man sagen, selbst die Verkäuferin bei Aldi, Lidl, Edeka, sonstiges, bei BMW am Band, wie gesagt, no hate an dieser Stelle, aber dass diese natürlich nicht mehr die Möglichkeit haben, hey, und sagen, wir kriegen die finanzielle Unterstützung, wird vielleicht auch ein bisschen sportlich, wie gesagt, mit 1.800, beziehungsweise maximal dann den, wenn du das Zweier, das streckst, dann natürlich dieser reduzierte Betrag. Aber trotzdem, da muss man sagen, eigentlich sollte man arbeitende Familien massiv begünstigen. Denn dann würde sich auch bei der Geburtenrate massiv was ändern. Und das kann man auch ganz einfach durch die steuerliche Situation machen.